Es wird uns überliefert von Abu Sufyan. Abu Sufyan war zu Beginn der Zeit ein sehr, sehr großer Feind des Islams. Alhamdulillah, später nahm er den Islam an. Abu Sufyan war ein mächtiger Mann in Mekka zu der Zeit und hatte viel zu kämpfen mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat Reichweite bekommen. Menschen, die zuhören, Menschen, die den Islam angenommen haben und bereit waren, ihm Hab und Gut zu opfern für den Islam, sogar ihre Leben aufzuopfern für den Islam. Das hatte selbstverständlich Schwierigkeiten gebracht für die Führer von Mekka zu der Zeit, für die Quraysh. Und sie waren auch am Ende ihrer Kräfte gelangt. Sie wussten jetzt nicht mehr wirklich, was sollen sie denn weitermachen. So hat Abu Sufyan uns überliefert, so trafen wir uns zu dritt am Haus des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Einer der drei größten Feinde trafen sich mitten in der Nacht, um dem Propheten sallallahu alaihi wasallam an seinem Haus zu lauschen. Weil sie wussten, der Prophet sallallahu alaihi wasallam war in seinem Haus am Beten oder las vom Koran hervor. Und sie wollten hören überhaupt, was gibt den Muslimen solch eine Kraft? Was motiviert sie? Woher haben sie diese Überzeugung, überhaupt ihr Leben aufzuopfern für einen Herrn, für einen Gott, den sie noch nie gesehen haben? Und sie wollten hören, was sagt deren Gott? Was sagt deren Gott überhaupt in diesem Buch? So trafen wir uns mitten in der Nacht am Haus des Propheten sallallahu alaihi wasallam, um zu lauschen. Und tatsächlich fanden wir den Propheten sallallahu alaihi wasallam im Gebet rezitierend vor. Und wir hörten von außen mit. Es vergingen Stunden, sagte Abu Sufyan. Es vergingen eine lange Zeit, es vergingen Stunden. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam las und las und las aus dem Koran. Abu Sufyan sagt, nach einer Weile hebte ich meinen Kopf und ich sah keinen von uns, der nicht am Weinen war. Guck mal, drei Feinde des Islams. Einer der drei größten Feinde des Islams. Du musst dir vorstellen, die Frau von Abu Sufyan war Hind. Hind war diejenige, die extra einen Mann, das war damals Wahshi, die extra einen Mann engagiert hat, nur um den Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam umzubringen, zu der Zeit Hamza. Und als sie ihn umgebracht hat, hat Hind, die Frau von Abu Sufyan, die Bauchdecke von Hamza aufgeschnitten und hat seine Innereien gegessen aus Wut, aus Hass gegenüber diesem Menschen, gegenüber Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gegenüber dieser Religion. Solche Feinde waren das. Und sie sagten, wir verabredeten uns nachts, um zu lauschen, was der Prophet überhaupt von diesem Koran vorliest. Wie kann das denn sein, dass die Menschen bereit sind zu sterben? Und Abu Sufyan sagt, es vergingen Stunden in der Rezitation. Ich hebte meinen Kopf und es gab keinen von uns, der nicht geweint hat. Feinde des Islams, die geweint haben aufgrund der Wörter von Allah. Omar war auf dem Weg, den Propheten sallallahu alaihi wasallam umzubringen. Er wollte den Propheten sallallahu alaihi wasallam umbringen, ging aber davor noch ins Haus seiner Schwester, weil er mitbekommen hat, dass seine Schwester und sein Schwager den Islam angenommen haben. Geht in das Haus, schlägt seinen Schwager, schlägt seine Schwester, blutig. Die Schwester war am Weinen, war am Bluten. Omar hat das Leid getan, weil es seine Schwester war. So sagt er, gib mal diesen Koran her, gib mal diesen Suhuf, diese Blätter, was bringt dich überhaupt dahin? Der Schwager und seine Schwester sagten, nein, niemals geben wir das. Er sagt, ich gebe dir mein Wort, ich werde nichts machen, ich will nur lesen. Ich will nur gucken, was dich überhaupt dazu bringt. So bekam er diese Blätter und er las aus Surat al-Taha, die 20. Sure im Koran. Omar hat angefangen zu weinen. Und seitdem, jedes Mal, wenn er nach Hause kam, als er den Islam angenommen hat, jedes Mal, wenn er nach Hause kam, wird überliefert, Omar hat die Suhuf, die Blätter vom Koran gesammelt und hat sie geküsst und sagte, Al-Huda min Ar-Rahman, die Rechtsleitung vom Alabama. Khalid ibn Walid, einer der größten Kriegsführer im Islam, über hunderte von Kriegen für die Muslime geführt, jedes Mal gewonnen, Alhamdulillah. Saifullah, das Schwert Allahs. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam gab ihm den Namen Saifullah, das Schwert Allahs. Deswegen konnte er auch nicht in den Kriegen sterben. Er lag an einer Krankheit in seinem Alter. Aber es wird überliefert, als er im Sterbebett lag, sagte er zu seinen Mitmenschen, die anwesend waren, wie habe ich es doch angestrebt, im Krieg zu fallen. Und ich habe es nicht geschafft, weil es wird überliefert, es gab keine vier Finger. Von seinem Körper, wo er nicht eine Wunde oder eine Narbe hatte oder einen Schnitt hatte von einem Schwert. Er wollte sterben als Shahid, hat es aber nicht geschafft.
weil er den Namen Saifullah hatte. Er sagte, ich habe es angestrebt, nicht geschafft. Dann sagte einer der Sahabis, einer der Sahaba, ja Khalid, hast du denn nicht etwa gehört, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dir den Beinamen Saifullah gab, das Schwert Allahs? Er sagte, doch. Er sagte, würdest du im Krieg sterben, hätten die Kuffar gesagt, wir haben das Schwert Allahs gebrochen. Und das kann niemals sein. Deswegen hat Allah nicht deine Seele im Krieg genommen, weil das Schwert Allahs nicht gebrochen werden kann. Und dieser Mann zu seiner Endzeit war am Weinen und hatte den Koran in der Hand. Und es war ungewohnt für die Menschen, Khalid ibn Walid weinen zu sehen. Er weinte und sagte, ja Allah, vergib mir, ich habe mir zu wenig Zeit genommen für diesen Koran. Ich habe zu wenig Zeit verbracht mit diesem Koran. Ich war beschäftigt mit anderen Dingen, mit anderen unwichtigen Dingen. Mit was war er beschäftigt? Er war nur beschäftigt, den Islam zu beschützen. Mit seinem Blut, mit seinem Körper, subhanallah. Und er weinte und sagte, ja Allah, vergib mir, ich habe zu wenig Zeit mit diesem Koran verbracht. Hat es bereut, dass er so wenig Zeit investiert hat in diesem Koran. Und heutzutage ist es dasselbe Problem. Wir heulen alle rum, Bruder, mein Iman ist am Boden, ich weiß nicht, Bruder, das ist, und das ist, weil wir haben uns vom Koran entfernt. Wie viele Muslime leben auf dieser Welt? Wie viele von uns haben den Koran komplett durchgelesen? Ja, Bruder, das ist schwer zu verstehen. Lies doch einfach. Die Rechtsleitung liegt in diesem Buch. Die Salaf, die Vorfahren des Islams, haben ihre Kinder, obwohl sie noch nicht lesen konnten, stundenlang in den Koran reingucken lassen. Obwohl sie nicht lesen konnten. Sie wurden gefragt, wieso? Er sagte, weil hier Nur ist. Hier ist das Licht Allahs. Es reicht nur reinzugucken und man bekommt das Licht Allahs. Deswegen gibt es auch eine Überlieferung. Abdullah ibn Mas'ud, Allahs Wohlgefallen auf ihm, überliefert uns, ich saß eines Tages draußen und habe aus dem Koran gelesen. Ich sah von Weitem den Propheten sallallahu alaihi wasallam auf mich zukommen und er saß sich mir gegenüber hin. Ich habe aufgehört zu lesen aus Scham. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm, Entschuldigung, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm, ja Abdullah ibn Mas'ud, lies. Er sagte, ja Rasulullah, ich schäme mich, ich soll jetzt vor dir den Koran lesen, du hast uns doch dieses Buch gebracht und ich soll ihn dir jetzt vorlesen. Und sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich liebe es, den Koran von anderen zu hören. Und Abdullah ibn Mas'ud hat angefangen zu lesen und hat gelesen und hat gelesen und hat gelesen, bis er zu dem Vers kam. Und was ist, wenn wir dich, ja Mohammed, als Zeugen gegen deine Gemeinschaft nehmen, gegen dein Volk nehmen? Was so viel heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam muss auch, natürlich wissen wir, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Fürsprache halten wird für seine Gemeinschaft. Aber er muss auch Aussagen gegen seine Gemeinschaft, gegen sein Volk. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihn mit der Hand gemacht, Hasbuk, es reicht. Abdullah ibn Mas'ud überliefert uns, ich hebte meinen Kopf und sah, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam am Weinen war. Er war am Weinen, stand auf und ging. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns im Koran, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf dem Weg, als er weggegangen ist, gesagt hat. Er sagte, Ya Rabbi, O mein Herr, Inna qawmi, gewiss mein Volk, inna qawmi tahadhu hadha al-Qur'ana mahjura. O mein Herr, ja Rabbi, inna qawmi tahadhu hadha al-Qur'ana mahjura. O mein Herr, gewiss mein Volk hat dieses Buch, hat diesen Koran abgelehnt, abgeworfen, nehmen ihn nicht ernst. Und bei uns ist es genauso. Subhanallah. Hier ist eine Nachricht von Allah. Al-Huda min Ar-Rahman. Die Rechtsleitung vom Alabama. Du musst nur lesen. Und wenn du nicht verstehst, dann liest du weiter. Du wirst es schon verstehen. Und dann liest du es nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Und es gibt Muslime unter uns, die haben diesen Koran noch nicht durchgelesen. Möge Allah uns vergeben. Möge Allah uns vergeben. Sie haben diesen Koran noch nicht durchgelesen. Es wird sogar überliefert, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Engel lieben es, wenn die Muslime den Koran vorlesen. Sie nähern sich den Muslim und hören ihm zu. Wenn du dich zu Hause in dein Zimmer sitzt und liest, die Engel kommen in dein Zimmer und hören dir zu, weil sie es lieben, den Koran zu hören. Stell dir das mal vor, mein Bruder. Dieser Koran hat die Sahaba zu Sahaba gemacht. Und leider mit diesem Koran lassen wir ihn in der Ecke. Möge Allah uns vergeben und möge Allah uns verbessern. Allahumma.